So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das sind zwei dicke Beutel voll Windeln. Ihr wisst Bescheid, immer wenn ich rausgehe, die Windeln wegbringen, ist Raidboss Wechsel oder eine Forschung oder was anderes. Oder ich muss einkaufen gehen. Also gefühlt jeden Tag, wenn man runtergeht, muss man eh Windeln rausbringen. Hannes ist wichtiges Thema. Bei mir ist nämlich heute Samstag. Hannes kommt 13:30 jetzt zum Bahnhof, weil der will am Wochenende da sein für die Wrestling-Großveranstaltung. Das sieht dann ungefähr so aus. Das ist WWE. Hannes will da sein für die Wrestling-Großveranstaltung WWE Fastlane. Wir wollen wieder ein paar Tastings machen, vielleicht ein paar Challenges, irgendwas. Den hole ich jetzt vom Bahnhof ab. Und wir haben Schlinking, habe ich schon begrüßt als Raid, im Community-Raid. Mega Gengar braucht der Habanero-Account aber auch. Zumindest einmal für die Mega-Energie, damit er eins entwickeln kann. Und das passt, das werde ich mit Hannes jetzt suchen, wenn ich ihn abgeholt habe. Mega Gengar Community Raid mit Hannes in diesem Video. So, ich bin jetzt erfolgreich am Bahnhof angekommen. Da ist der Hannes, guckt euch das mal an. Moin. Moin, hat er gesagt. Moin. Ein Gurt. Der Hannes ist ein Gurt und der Hannes hat zwei Begrüßungsbier mitgebracht. Der Hannes hat ein El Jefe Primo Salsa Naranja mitgebracht. Guck dir das an, mit einer Wrestling-Maske. Hast du die schon probiert? Ja. Fandst du die gut? Sehr geil. Ist sie scharf? Du merkst halt am Anfang einen fruchtigen Geschmack und dann entfaltet sich langsam die Schärfe. Gut. Also langsam. Damit er nicht verdurscht, hat er hier noch ein Bad-Gin mitgebracht. Zwei Fäuste für drei Gin bei Josef Bavarian Gin. Ne? Jetzt, wo wir Slaps and Beans gespielt haben, schleppt er hier so einen Gin an, der ist so total verrückt. Und weil ich mit dem Hannes ja ein Raid machen will, so durch Zufall habe ich gesehen, im Park, also da drüben ist der Park, im Park geht sogar ein Mega-Raid auf, aber erst in 46 Minuten. Ob wir es schaffen, die 46 Minuten jetzt hier am Bahnhof zu überstehen, ich weiß es nicht. Das seht ihr gleich nach dem Cut, ob wir da noch da sind. Komm, wir machen es nochmal aus der Perspektive. Prost! Dein Gesicht sieht immer freundlicher aus als meins. Perfekt, der Bus ist da, der uns rüber in den Park fährt. So, wie ihr seht, müssen wir jetzt eh noch 18 Minuten warten, bis der Raid aufgeht an der roten Arena. Jeder andere würde wahrscheinlich jetzt die Arena gelb machen, damit man mehr Bälle kriegt oder so irgendwie, aber wir sind beschäftigt, wir müssen wichtigere Sachen machen. Zum Beispiel habe ich gerade gesehen, hier sitzt Laukaps rum, vielleicht ist der Park sogar ein Laukaps-Nest. Und Laukaps ist ja eine Tauschentwicklung, wer das nicht wusste. Man müsste normalerweise 200 Bonbons von Laukaps sammeln, damit man es entwickeln kann. Das macht ihr zum Beispiel, wenn ihr mal einen 100er gefangen habt, sammelt ihr die Bonbons, dass ihr es entwickeln könnt und habt dann einen 100er Laukaps 2. Wie heißt die Entwicklung? Genau, so heißt sie. Und weil es mir nur darum geht, den Pokédex zu vervollständigen auf dem Habanero und ich ja keine Bonbons sammle und sowieso wenig Spiel momentan, auch wenn jeden Tag ein Video kommt, Cavalanzas! Cavalanzas. Müsst ihr Cavalanzas, Laukaps nur tauschen mit dem Hannes, wenn der da ist, dann könnt ihr das kostenlos entwickeln. Und Cavalanzas ist sehr gut, auch in der GBL habe ich gehört, aber den schmeiße ich weg, weil ich brauche ja Platz in meinem Beutel. Zweitens, übrigens, danke Hannes, ohne dich hätte ich das jetzt nicht geschafft, weil wenn man nur einen Account hat, kann man ja nicht mit sich selber tauschen, braucht man ja Leute, mit denen man tauschen kann. Ja. Gleichzeitig seht ihr vielleicht, dass ich da sitzt überall Flecknoil rum und Flecknoil ist zwar keine Tauschentwicklung, aber Flecknoil ist ein Ding, was du als Buddy nehmen musst, damit du es entwickeln kannst und jetzt habe ich das. Das heißt auch extra Schmutz, wie ihr seht. Das habe ich nur als Buddy genommen, damit ich es entwickeln kann. Das entwickle ich jetzt und dann kann ich es als Buddy entfernen und kann es wegschmeißen, weil das hat dann auch seinen Soll erfüllt. Grabox ist noch wichtig, das kann man aber nur am Regenmodul entwickeln. Vielleicht, wenn wir mit Genaya und Hannes eine Modulsession mal machen, die Tage, wenn Genaya dann auch da ist, muss ich mir merken, ein Regenmodul zu zünden und das Grabox zu entwickeln. Mhm. Wir haben Schmutz entwickelt zu Fletiamo, das heißt, das können wir auch wegschmeißen.
So werden wir immer noch weiterhin auf den Raid-Button, der in 10 Minuten aufgeht und bisher 3 Leute sich eingetragen haben, was kein Problem ist. Wir sind ja 5 vor Ort, also Hannes und ich. Wir sind 5 Mann. Möchte ich euch nochmal die Umgebung zeigen. Das ist der Park, da kommst du hier hoch, ne? Hast hier so einen einzelnen Brunnen. Der Brunnen sieht ja schon mal schön aus. Guck dir den Brunnen an, so muss ein Brunnen aussehen. Dann hast du hier an dem Ende hast du den Johannes Brahms. Barnes, ne, der Brahms. Barnes war ja wieder bei Dings. Das ist hier auch richtig schön. Und hier, was noch schöner ist, der zweite Brunnen. Ihr dachtet jetzt, ich sag Hannes und wollte ich auch sagen. Wollte nur veräppeln, da ist der zweite Brunnen und da ist der schöne Hannes. Guck, jo, moin. Da sitzt er da, hier ist auch alles aufgestellt. Der Pokémon-Rucksack ist ja wichtig, dass man erkennt. Das sind Pokémon-Spieler, die tun nichts, die wollen nur spielen. Da ISO-Trink ist auch wichtig und 5, wir sind 5. Was habe ich denn euch gesagt? Wir sind 5. Und 4 davon können wir. Na, sperrt den, Multi-Accounting und so. Ja. So, und weil wir heute so gut drauf sind, probieren wir mal was ganz anderes und stellt euch mal ganz da unten hin. Wir sind hier oben. Könnt ihr uns noch hören? Könnt ihr uns sehen? Da kann ich aber das Bild nicht an den Rand machen, sonst verdeckt es ja den Hannes. Da muss das Bild in die Mitte, so zwischen uns, und verdeckt es wahrscheinlich uns beide, wenn ich Pech habe. Ich kann mal ganz kurz nochmal hier schauen, in den Community-Tab, ob sich noch jemand eingetragen hatte. Denn im Community-Tab werden immer die Community-Raids gepostet zum Raid-Boss-Wechsel. Ansonsten gibt es die Raid-Gruppe. Wenn ich weiß, wo ihr die Raid-Gruppe findet, dann schreibt es in die Kommentare. Der ist hier gepostet für 14.40 Uhr. Nein! Jetzt steht plötzlich ein Erfolgsmagnet. 2. Kann sein, dass ich den trotzdem in der Liste habe. Muss ich mal schauen. Das ist auch ein Account von 40, so wie es ausschaut. 3 Leute haben sich auf jeden Fall eingetragen für 14.40 Uhr. Ist ja klar, Gengar ist nicht das erste Mal da. Gengar ist schon so oft da gewesen. Nebulak, C-Day, Pokémon, alles. Hannes, ich gehe rein. Jo. Gehst du rein? Jo. Wir gehen rein. Wir ich drück drin. Mal drauf. Lad mal die 3 ein. Matze, Notlan und Zimtstern. Das heißt, der Finn hat auch nicht angenommen. Ich guck mal, ob Erfolgsmagnet. Hier Erfolgsmagnet 1 kann ich einladen. Aber ich glaube, die hat Erfolgsmagnet 2 hingeschrieben. Ach mein Gott, das ist doch wieder mal. Wir gucken mal, wer noch so online ist. Laden hier einen Alex ein, laden mal Andy Project ein. Ja, den Fürs ist noch drinnen. Ich gehe mal mit den Accounts noch rein, das habe ich nämlich noch vergessen gerade. Wir müssen uns nämlich selber helfen, das ist wichtig. So, wo ist Finn? Finn, Finn, du hast dich eingetragen, ich habe dich geaddet, Finn. Finn, Finn. Ihr seht, wenn der Hannes da ist, da hat der Ramses immer noch mehr gute Laune als sonst schon. Und deswegen gucken wir nochmal hier drauf. Freundschaftslevel, wer ist neu? Der Finn, der geaddet wurde, müsste ja bei 0 Sterne angezeigt werden, aber er hat nicht angenommen. Finn, ich habe dich geaddet, Finn, wo bist du, Finn? Und Erfolgsmagnet 1, 2, weiß ich nicht. Vielleicht ist da ein Erfolgsmagnet drin. Nee. Wir haben eben nachgeguckt. Da standen 4 Kommentare, aber es hat uns nur 3 angezeigt. Und jetzt plötzlich sieht man den 4. Aber jetzt hatte ich keine Zeit mehr zum Aiden. Das tut mir leid. Wen können wir noch einladen? Nix. Mich selbst. Jetzt ist die Zeit eh um. Da, es können keine weiteren Einladungen verschickt werden. Hannes, kann ich dir das mal noch geben, in die Hand zu drücken? Weil Gengar ist ja ein Geist-Pokémon. Das heißt, bei Gengar nehmt ihr am besten Geist. Entweder auch Geist. Das ist dann wie wenn ihr Drachen mit Drachen bekämpft, habt ihr dann Geist gegen Geist. Ihr könnt aber auch Unlicht nehmen. Ich finde Unlicht immer ganz gut. Ich habe da immer meine Despoda-Armee genommen gegen Unlicht-Pokémon. Gerade wenn man 3er-Raids gemacht hat mit Gengar oder so. Habe ich Unlicht genommen. Versuchen wir mal hier. Bei mir sind es nur also auch sehr, zu 99,9% Mewtwo. Hannes hat lauter Mewtwo. Psycho geht, glaube ich, auch. Ansonsten haben die auch Geistattacken. Und hier ist auch Gardevoir drin. Skelabra. Skelabra war ja auch mal als Lichtel, war C-Day-Pokémon. Das geht natürlich auch mit Spukball oder so Zeug. Achso, das bin ja ich mit dem Skelabra. Das seht ihr ja. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, den ganz schnell zu besiegen, damit wir ganz viel Mega-Energie bekommen, damit ich dann irgendeins mal entwickeln kann von den besten, die ich habe.
glaube, ich habe gar nicht so ein gutes. Ich würde mir erst noch ein paar Gänger tauschen und dann mal gucken, ob da eins dabei ist, was vielleicht mindestens 15 Angriff hat. Irgendwann mal ein Shiny Gengar, weil das ist ja dann weiß als Mega. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Das passt dazu. Mega Gengar ist weiß als Shiny. Schlinking ist weiß als Shiny. Das sind eigentlich die zwei coolsten Shinies, die es gibt, weil die weiß sind. Was ist noch weiß in Pokémon Go als Shiny? Jetzt muss er überlegen. Was es wild gab letztens, was überall rumgesessen hat in einem Event, was man auch nur tagsüber entwickeln kann. Oder abends. Nee, nachts, abends. Amarino. Dieser kleine blaue Dinosaurier. Der ist auch weiß als Shiny. Er weiß nicht, was Amarino ist. Oh, jetzt reicht's aber. Ja, ja, doch. Den habe ich sogar als Shiny. So, wieder mal perfekt. Ich habe 1996, 2037 und 1983. Das heißt, 1983 ist der Main Account. Aber gleichzeitig auch das Schlechteste. Den versuchen wir jetzt mal mit silberner Sananabeere zu fangen. Weil die silberne brauche ich eh für nichts, aber für irgendwelche Pokémon, die in der Endstufe zu fangen sind aus Raids. Despotar habe ich immer gern silberne Sananabeere genommen. Der hat 1976 und ich habe 1971. Despotar habe ich immer silberne Sananabeere genommen, weil du da gleich 20 Bonbons oder so gekriegt hast. Als Despotar frisch in die Raids gekommen ist, damals das allererste Mal und noch gar keiner hatte das, war das immer perfekt, um da Bonbons zu farmen. Bei Gengar hier mache ich das mal auch auf dem Account, weil der hat ja auch nichts. Der kann ruhig ein paar Gengar-Bonbons mitnehmen, weil, ja, wenn du nichts hast, ist Gengar halt auch cool. Ansonsten würde ja eins reichen, was du zu einem Mega machst, aber wir wollen das jetzt mal so. Der hat 23 Bonbons bekommen, den bewährt man mal. Der hat 2 Sterne, 11, 10, 13. Das ist jetzt nicht so krass und so gut, aber ist eigentlich auch egal. Shiny ist nicht dabei. Und was der andere ist, falls der andere ein 100er ist, melde ich mich gleich wieder. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Habt ihr auch schon Mega Gengar Raid gemacht, irgendwann mal in der Vergangenheit? Warum raidet ihr momentan kein Gengar? Warum machen alle Schlinking Raids? Das war auch der einzige Mega Gengar Raid, den ich mache. Wir werden Schlinking machen die Tage, eine kleine Raid-Tour, das alles zusammenschneiden und mal gucken, ob da ein Shiny dabei ist. Weil das ist neu, das muss gesehen werden. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ciao.